So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost The Mission. So, ihr seht jetzt wieder die hammergeile Kamera. Es hat sich nichts geändert, wir ziehen Samstag um und es wird immer noch beknackter. Deswegen muss ich auch noch mit diesem alten Schlapptop immer noch aufnehmen. Es tut mir leid, ich habe es tatsächlich letzte Woche nicht geschafft, noch eine weitere Folge aufzunehmen. Ich muss es hier mal ganz groß machen. Da ich keine Zeit hatte, ja, arbeiten und dann danach den Umzug machen, beziehungsweise schon Möbel aufbauen, die Wohnung renovieren, war natürlich ein bisschen anstrengend und ich kann euch nicht versprechen, dass diese Woche noch eine weitere Folge rauskommt. Ja, nächste Woche wäre ich schon in einer anderen Wohnung. Wäre natürlich geil. Okay, so Kinderchen, lass uns gucken. Also, wir wurden angeschrieben beim letzten Mal von Tina, sowohl auch als von Emily. Emily ist die böse Seite von Tina oder Tina eben halt die gute Seite von Emily. Wer genau sie ist, ach, wir wissen es halt nicht. So, Hanna! Jetzt habe ich einen Doppelklick gemacht. Schau dir das mal an! Ja? Mir fiel beim letzten Mal auf, dass es ziemlich geschwommen hat, immer die ganze Zeit. Hanna! Du musst dir anhören, was Emily zu sagen hat. Wenn du sie ignorierst, seid ihr beide in Gefahr. Sie hat auch schon deinen Bruder gedroht. Ich habe es selbst mitbekommen. Ja, wen wundert's, oder? Ehrlich. Verdammt, ich habe ihr nie von dir erzählt. Sie hat dir gedroht? Warum hast du ihm das nicht direkt erzählt? Ich habe diese Irre einfach nicht ernst genommen. Sie hat mich doch eben erst angeschrieben. Ich wollte dich nicht noch zusätzlich belasten. Ja. Was? Was? Im Übrigen, ja. Ich wollte noch was sagen. Es gibt einen Merch-Shop. Ja, aber ich glaube, ich werde das mal vom Video ranhängen. Mhm. Wir reden hier nicht von einer Kleinigkeit, die ich einfach umgehen könnte. Sie droht meinen und deinen Leben. Früher oder später hätten wir sowieso darüber sprechen müssen. Ja, früher oder später. Später ist früher, früher später. Später, früher, früher. Sie hat schon mehrmals bewiesen, dass sie vor nichts zurückschreckt. Ja, du hast ja recht. Ich wollte wirklich nur dein Bestes. Es tut mir leid, Hanna. Sie ist zwar die kleine Schwester, ne, aber... Oh, Alter, hallo. Wenn man dich zufällig mal eine Maus hat, ne, sondern nur wirklich dieses Touchpad von der... Wie nennt sich das? Von dem Laptop. Das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich, damit zu scrollen und zu wischen. Schon gut. Ja, siehst du. Du hast recht. Sagt es zu euren Geschwistern. Wenn ihr euch das nächste Mal streitet mit euren Geschwistern, sagt, du hast recht. Und dann ist alles gut. Aber jetzt sag schon, was wollte Tina von dir? Wie das wohl sein muss? Wie verkauft sie sich? Diese Story interessiert mich total. So als Spin-off-Story so irgendwie, ne? Sie nennt sich also Emily? Ich finde es so unfassbar gruselig, dass diese zweite Persönlichkeit in ihr sogar ein eigenes Chatprofil hat. Darüber habe ich gerade nachgedacht. Zwei komplett unterschiedliche Menschen teilen sich einen Körper. Bei dem Gedanken läuft es mir kalt den Rücken runter. Darüber habe ich auch gerade nachgedacht. Die hat ja zwei WhatsApp. Hat sie auch zwei Handys? So, Emily, Tina. Okay, wer bin ich gerade? Ja, alles klar. Oder macht sie, wischt sie dann hin und her bei auf ihren eigenen Handy. Oh, das ist wichtig für mich, Augenblick. So, Kinder, das war jetzt gerade... Unendlich wichtig, wie gesagt, das richtige Leben und so. So, vielleicht solltest du dir anhören, was sie zu sagen hat. Nee, auf gar keinen Fall nicht dahin schicken. Geh da bloß nicht hin, Hanna. Was wirst du jetzt, genau, dem sagen, das geht da bloß nicht hin. Ob es jetzt eine negative Entscheidung war, macht sie uns jetzt fertig? Auf keinen Fall. Was? Ja, genau. Ich will mir gar nicht vorstellen, wozu sie fähig ist. Tina hat morgen Abend einen Arzttermin. Das nutze ich aus, um meine Sachen aus der WG zu holen. Oh, das wird eine Falle. Danach gehe ich zur Polizei und werde eine Anzeige erstatten. Aber vielleicht ist sie wirklich ein bisschen lala im Kopf, ne? Ja. Ich versuche jetzt aber noch eine Mütze Schlaf zu bekommen. War alles etwas viel für mich. Aber danke, dass du für mich da bist. Bin froh, dass ich dich hab, Bruderherz. Die Sache ist die, dass
Wir haben auch Probleme. Das wäre so ein zusätzliches Problem. So eine zusätzliche Belastung, unabhängig unserer Story mit dem Geist von Serena. Im Übrigen finde ich das gruselig, dass mir bei Instagram einer von euch folgt mir mit dem Namen Serena. Das ist gruselig. Bitte ändere deinen Namen, damit ich besser schlafen kann. So, Chat verlassen hat sie. Oh, jetzt habe ich die Kamera bewegt. Okay, die Organparty. Verdammt! Ich stehe hier vor einer Gittertür. Ja, das ist Mist. Der Gang dahinter führt anscheinend direkt nach draußen. Die Tür hat jedoch sowas wie ein Zahlenschloss. Oh. Die Tür hat sowas wie ein Zahlenschloss. Alter, was? Was ist denn das? Was? Das ist kein Zahlenschloss. Das ist einfach... Wer erfindet so ein Schloss? Alter, Fort Knox hier immer. Immer wenn ich drei Knöpfe drücke, springt diese wieder raus. Das bedeutet, der Code muss dreistellig sein. Ach nö, echt jetzt? Was gar nicht so schwer ist zu knacken, eigentlich so gesehen, ne? Naja, gibt 1000 Möglichkeiten. Fast 999 Möglichkeiten. Chiara, versuch es so lange, bis du die richtige Kombination gefunden hast. Das ist sinnlos. Es gibt einfach zu viele Kombinationsmöglichkeiten. Wartet, ich habe eine Idee. Haben wir das? Ich habe irgendwie keine Idee. Sag doch nicht, dass wir eine Idee haben. Ja, das finden wir niemals heraus. Genau das ist der Plan. Aber wir haben ja den Wolf auf unserer Seite. Der kann so etwas locker hacken. Ein mechanisches Schloss aus dem 16. Jahrhundert kann er locker hacken. Bitte Leute, wir müssen es wenigstens versuchen. Wir sind kurz vorm Ausgang. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich? Gib den dreistelligen Code dein, was weiß ich? Aber ich habe eine Idee. Hupsi, pupsi. Ja, und jetzt? Versuch es mal mit 147. Ja? Es hat funktioniert, die Gittertür ist aufgesprungen. Tada! Du bist ein Genie, Tomji. Nee, ich kann einfach das sehen, dass die Zahlen verdreht waren. Jetzt nix wie raus hier. Blimp. So. Nora. Ach herrje. Kann ich auch mal männliche Dingens entsprechen? So. Hey du. Das war das, was mit Lea uns abgezogen hat, lässt mir einfach keine Ruhe. Gehst du jetzt endlich raus? Uns beide so hinterfotzig in eine Chatgruppe auflaufen zu lassen. Wie siehst du das Ganze denn? Ach, sie ist verletzt. Ich kann sie verstehen. Ja, ja. Das hätte ich ihr niemals zugetraut. Das war echt das Allerletzte. Ob wir das mit zutrauen, weil andersrum waren wir auch arschig so gesehen, ne? Wir wollten wieder eine Beziehung mit ihr anfangen, aber wollten mit Noah bang, bang, bangli bang. Ich sag bang, bang, bangli bang, 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 bang. Bengeli Beng, ich sag, das glaube ich dir aufs Wort. Ich habe mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Man hört's, Inka meckert. Lass dir bitte von ihr kein schlechtes Gewissen einreden, ja? Ja, das war die große Tochter. Sie kriegt sich schon wieder ein. Und noch bist du Single. Das ist genau das. Ich hab Lust auf dich und du hast Lust auf mich. So. Also, lass uns mit dem Treffen nicht mehr so lange warten. Ich muss ständig daran denken.
So ein Scheiß, man kann die voll hören, ne? Soll ich nochmal leise machen und mal ein Machtwort sprechen? Kann man das hören? Ich glaube ja, ne? Wie die da rumzicken. Ey, ich sag euch, schafft euch niemals, niemals Töchter an. Lass uns besser schnell das Thema wechseln. Hab schon zwei Piccolos. Was? Zwei Piccolos und du willst mir sagen, was? Du bist davon besoffen oder was? Du sag mal, was soll ich heute Abend anziehen? Vorschläge. Das hier? Oh, jetzt direkt an. Ja, das ist in Ordnung. Das sieht lässig aus, ne? Aber hier, guck mal, die Hose. Das ist ja eine große, schöne große Hose mit der, kannst du sehen, diese wunderschöne Papa. Okay. Am besten gefällt mir, weil wir hier den Stern haben, den haben wir nur hier. Am besten gefällt mir das Weiße. Ah, ich mache natürlich das Schwarze. Du weißt ja, diese Schwarze, das mag ich sehr, sehr viel Amore. Grande, muy grande Amore. Das Schwarze passt auch farblich sehr gut zu meiner Unterwäsche. Zeig mal. Also nicht, dass ich es sehen möchte, aber hey, zeig mal. Wirst du denn ja sehen? Die hat einen Zappa-Smiley gemacht. Ja. Ich muss heute Abend noch etwas unter Leuten gehen. Ja, dann. Es gibt da eine richtig tolle Cocktailbar. Direkt hier bei meiner Tante um die Ecke. Besser als Oral King, ne? Der Currywurstmann, Oral King, Alter. Das ist der Hammer, echt. Ich kann mir schon denken, wer von euch Entwicklern sich das ausgedacht hat. Das war sicherlich Daves Idee. Ich muss nach dem ganzen Stress heute ein wenig abschalten. Erst die anstrengende Anreise und das tolle Treffen mit Lea. Deshalb gönne ich mir gleich einen leckeren Sex on the Beach. Oder zwei? Ja. Mach. Ich werde dich auch später nicht zutexten, wenn ich angeschwipst bin. Sonst bereue ich es morgen wieder. Besser ist das. Unsinn. Schreib ruhig. Das wird immer so witzig, wenn du besoffen bist und schreibst. Das ist dann sehr amüsant. Da kommen solche witzigen Videos zustande und so und alles. Ja. Mhm. Wirklich? Ja, immer zu. Dann werde ich das tun. Ja, okay. Bis später, Schnucki. Okay. Küsschen aufs Nüsschen, Rötzchen aufs Fötz. Psst. Später. Tomsi, später. Also, ja. Wo erzählt er mir sogar die Hände? So, das dauert hier ein Beten. Emily ist wieder da. Schön. Ich würde mich ja gerne weiter mit dir unterhalten und das hatte ich beim letzten Mal geschrieben, aber jetzt schreibe ich dir, morgen Abend, 21 Uhr, taucht sie nicht auf, wirst du ihr schönes Gesicht bald in der Todesanzeige sehen. Ja. Was hat's? Haben wir noch diese Funktion hier auf unserem Laptop? Warte mal. Lea ruft an. Dir einfach niemals verzeihen, was du mir angetan hast. Du hast mich einfach weinend im Regen stehen lassen. Diese norwegische Schlampe gevögelt. Ich will nie wieder mit dir irgendwas zu tun haben. Obwohl. Ja, so weit sind wir noch nicht. Sagte. Was nicht ist, kann aber noch werden. Oh, ja, tut mir leid, Lea, ne? Aber ganz im Ernst. Wir sind geschieden. Also, Leute. Single-mäßig am Start und so. Okay. Oh mein Gott, Leute. Ich bin draußen. Yay. Hier werden ganz viele Fotos geschickt. Das sieht Daisy-mäßig aus, ne? Oh, ich hab so Daisy-Schmacht. Ich hab es wirklich geschafft. Ja, noch bist du nicht runter vom Gelände. Du musst hier dich hier ganz schnell beeilen, Chiara. Oh, Gott sei Dank. Jetzt mach, dass du da schnell wegkommst. Hoffentlich tut er dem Professor nichts an.
Ach ja, den konnte sie nicht mitnehmen, der war in einer Zelle gefangen. Kira, für den Fall, dass etwas schief geht, weißt du, wo du dich befindest? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein riesiges, großes Fabrikgelände mit lauter alten Maschinen und Schrott. Ich glaube, ich kann entfernt einen Wald oder einen Park erkennen. Jeder Hinweis hilft uns dabei, die Suche weiter einzugrenzen. Sollte Ihnen noch etwas Markantes auffallen, lassen Sie uns das wissen. Ja, das machen wir. Das macht sie bestimmt. Ne? Ja, hoffe ich doch. Aber Kiara ist so ein bisschen disorientiert, glaube ich. Ne? Verdammt! Ich bin disorientiert. Das kann doch nicht sein. Was? Ach. Das gesamte Gelände scheint umzäunt zu sein. Der klettert rüber oder sowas. Ja. Stacheldraht. Naja, aber... Du findest dann einen Weg raus. Irgendwo gibt's immer ein Loch. Kannst du da nicht rüberklettern? Stacheldraht, Cedric. Junge. Nein, der gesamte Zaun ist mit Stacheldraht gesichert. Und da durch. Wie so ein kleines Murmeltierchen durchbuddeln. Wartet mal. Ja? Ja, okay. Hier ist ein Tor. Ja. Abgeschlossen. Verdammt, es ist versperrt. Ja. Was auch sonst, Kiara. Komm, mein blonder Engel, lass dir was einfallen. Okay. Ja. So weiter. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg daraus. Du musst etwas finden, mit dem du das Schloss aufbrechen kannst. Leg ein Kleidungsstück über den Stacheldraht und versuch drüber zu klettern. Genau das war meine Idee. So ein Bettdingens haben die doch bestimmt da, wo sie gefangen gewesen sind, gehabt. Kannst du dich vielleicht unter dem Zaun durchgraben? Sowohl als auch. So, ich denke mal mit dem Kleidungsstück, aber ich denke einfach mal, dafür ist sie zu schusselig. Aber dann bin ich ja nackt. Besser nackt als tot, oder? Wie soll Kiara das denn mit ihren gebrochenen Finger und dem verletzten Fuß schaffen, Tomji? Ja, hast du eine bessere Idee? Ich werde es versuchen. Ich halte die Idee für toll. Du musst dich beeilen, Kiara. Ja, hetz sie nicht. Der Entführer könnte dich jederzeit finden. Zertifikat, Kiara schaffte das. Wisst ihr was? Bestimmt ist Jonathan doch nicht tot und er ist der böse Mörder. Das wüsste ich. Na, ich glaube ich. Oder wüsste ich das? Nee, ich glaube, ich wüsste das nicht. Helmut, Kiaras Handy befindet sich jetzt im Freien. Du solltest versuchen, es zu orten. Guter Einwand, Henry. Ich werde sofort die Sicherheitsabteilung darauf ansetzen. Wow, nicht selber machen, ne? Ja, Sicherheitsabteilung. Macht mal. Und ich sitze hier gemütlich und schau zu. Spätestens 10 Minuten wissen wir, wo Kiara sich befindet. 10 Minuten? Boah, das ist lang, ne? Das ist eine lange Zeit. Ich habe es echt geschafft. Wow. Aber dieser Stacheldraht hat mir den ganzen Arm aufgeschnitten. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Schmerz noch aushalte. Ja, besser so als so, ne? Ja. Ja. Genau. Ich bin jetzt runter vom Gelände. Das sind mal gute Nachrichten. Hier ist ein Pfad. Jo, wieder gruselige Bilder. Oder Video wäre geil.
und dann verfolgt sie jemand. Der Pfad der Freiheit. Folge ihm. Er führte dich hier bestimmt zurück in die Stadt. Ja, soweit kann sie nicht sein. Ich lauf schon. Ich stell mir jetzt irgendwie gerade so einen 80er-Jahre-Horror, so einen Mörder-Horrorfilm vor. Der Mörder hinter der Blonde hinterher läuft und sie dann nachher doch am Ende. So was in der Richtung. Oh. Eine Nachricht. Von wem? Hans. Oh, ja, Hans ist ja noch in Love, ne? Seit 1000 Jahren. Oha, er hat sich verirrschraubt. Hola, amigo. Ich habe sie gefragt und sie hat ja gesagt. Gut, dass du dich meldest. Hans, ich brauche dringend deine Hilfe. Ist das so? Klar, compadre. Für mich beste Zeit, amigo, habe ich immer Zeit. Was? Für meinen besten Amigo habe ich immer Zeit. Auch ein Roboter kann sich mal versprechen. Ja, genau. Was kann ich denn für dich tun? Du müsstest bitte folgendes Handy durchsuchen. Suche alles, was mit dem Schlagwort Henna zu tun hat. Da kommt er jetzt drauf. Ja, gut, jetzt haben wir gerade einen Beten. Tiet, Kiara, ist nun wirklich in Freiheit, ne? Freiheit wird erledigt, Muchacho. Sobald du den Zugang aktiviert hast, starte ich den Suchlauf. Okay, wir müssen mir jetzt hacken, liebe Kinderchen. Und damit würde ich sagen, ist die Folge vorbei für heute. Und es hat mega Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, aber ich glaube nicht, dass diese Woche noch eine Folge rauskommt. Aber wir sehen uns so oder so in der nächsten Folge. Spätestens nächste Woche. Reingehauen. Ciao.